Herzlich willkommen bei Tat und Wort. Tat und Wort ist ein gemeinsames Projekt von Blitz.tv und Jugend bewegt. Ziel unserer Sendung ist es, kontroverse Themen der Bewegung zu besprechen, Mainstream-Medien zu umgehen und neue Netzwerke zu schaffen. Wir wollen auch natürlich die unpolitische Jugend damit erreichen, vielleicht neue Anreize zu schaffen und für unsere Bewegung zu begeistern. In unserer ersten Sendung haben wir heute als Gäste Klaus und Vanessa von der NPD sowie Henry und Bernd von Die Rechte. Und danach war der Fall gegessen, das war genauso geplant. Einen Tag später habe ich ein Video mit meinem Rücktritt ins Netz gestellt. Wir wissen ja auch, dass die NPD damals mit der DVU verschmolzen ist. Und Vereinbarkeitsbeschlüsse, also in deren Keimform wie die AfD sie praktiziert, gab es bei uns nicht. Also der Provokation in der Provokation sind wir nicht in der politischen Arbeit. Oh nee, kann ich nicht. Oh, AfD, da habe ich schon Probleme gehabt. Also Rechte geht nun gar nicht. Dann krieg ich Probleme. Für die nationale Bewegung einsteht, dass man Angriffen von Linksfaschisten ausgesetzt ist. 70 Jahre Hochnetzwerk einen Teil dazu beigetragen haben. Also es gibt ja keine Fernsehsendung oder keinen Fernsehsender, wo nicht negativ bei uns national im Allgemeinen gesprochen wird. Also die Verkörperung des Bösens, der Türke allgemein. Die Hände sind ausgestreckt, also bei vielen, wo ich weiß. Beim dritten Weg nicht, ich nehme das immer dieses Häuptlingsdenken. Also wir haben bei uns ganz viele Häuptlinge, aber verdammt wenig Indianer. Die härtesten Leute, die man kennen kann, mit den bösesten Tätowierungen, die schlimmsten Musik hören und macht dann Struktur und lass mal irgendwelche 12 Jahre hochleben und sowas. Das sind die, die dann hinter nicht in der Lage sind, den unterzuordnen oder einzubringen. Es ist mehr Egoismus als Gemeinschaft, die heute noch gelebt wird. Dann muss ich dem Klaus zustimmen, dass wir, rechte Parteien, uns wirklich die Stimmen gegenseitig weggenommen haben.